Vor einigen Jahren wurde die Videokassette für tot erklärt. Aber zwei Männer glauben nicht an ihr Ableben. Sie wollen ihre Sammlung vervollständigen und spüren die letzten Orte auf, an denen es noch Videotapes gibt. Was ist Video? Ich weiß es jetzt im Augenblick nicht. Blackout. Was ist das? Französischer Süßwein. Ja, das erste Mal bin ich auf das Thema Video aufmerksam geworden durch einen Spielkamerad von mir. Wir haben halt Fernsehen geguckt und er sagte, Mensch, die haben jetzt was Neues entwickelt und das, was wir jetzt gerade sehen, das könnte man aufnehmen und sich dann immer und immer wieder hinterher angucken. Und das hat mich total fasziniert, das habe ich auch erstmal nicht geglaubt. Ladies and Gentlemen, das Video-Zeitalter ist da. Also bei Video war alles möglich. It really changed the landscape of entertainment. Heute nutzen wir Videos rund um die Uhr. Netflix, Amazon, YouTube, Facebook, Mediatheken. Videos sind omnipräsent. Gesammelt werden Videos heutzutage höchstens noch in Form von Playlisten. Aber wie hat eigentlich alles angefangen mit Home Video? Und wer interessiert sich noch für das scheinbar nutzlos gewordene Speichermedium Videokassette? Ich bin auf dem Weg zu meinem Kumpel Bart, der zu einer aussterbenden Spezies gehört. Bart ist fanatischer Videosammler. Wir werden uns zusammen auf eine Videosafari quer durch Deutschland machen und dabei auch mehr über die Geschichte der Videokassette erfahren. Immerhin ein Medium, das Millionen Menschen jahrzehntelang begleitet hat und nun dabei ist, sang- und klanglos zu verschwinden. Ach, hallo. Hey, mein Mann. Als KleinbH? Altes Haus, hier, kommt rein. Anfang der 80er, als ich mit meinen Eltern an irgendwelchen Videotheken, die es damals noch in Düsseldorf haufenweise gab, vorbeigefahren bin. Mein Vater meinte, da kann man auch Videofilme ausleihen. Das war noch etliche Jahre, bevor wir überhaupt einen Videorekorder hatten. Und ich war immer total fasziniert davon, dass man sich irgendwas ausleihen kann und nicht darauf angewiesen ist, was jetzt gerade im Fernsehen läuft. Es war ja so, dass in der ersten Videowelle nur B- oder C-Filme rauskamen. Action, Horror, Gewalt, Erotik, also das, was eigentlich den Fernsehen nicht geboten hat. Ich bin noch nicht genug, du Arsch! Komm rein! Wenn du das nochmal machst, Baby, dann komme ich nicht mehr zurück und hole dich, okay? Ja, aber Leila, hast du nicht gesehen? Ich hab den doch tanzen lassen. Das ist also Format Betamax? Mhm, genau. Es gibt ja Leute, die sagen, Betamax war das beste Format. Ja, kann ich. Kannst du das so bestätigen? Also ich, meiner persönlichen Meinung nach definitiv ja. Drei Systeme haben sich heute durchgesetzt und sind vom technischen Gesichtspunkt aus gleichwertig. Das VHS-System, das Beta-System und das Video 2000-System. Ja, der Formatkrieg, das war eine lustige Sache, weil ja auch in der Schule das immer diskutiert worden ist. Video 2000 ist doch viel besser, da kriegt man viel mehr rauf, die Bildqualität ist besser. Nein, dann kamen die Sony-Jünger und haben gesagt, nein, das ist ja alles, Sony ist das beste System. Star Video 2000, die Video 2000-Kassette, das unbeliebteste System von allen. Also ein Kumpel von mir, dem seine Eltern hatten auch Video 2000 und der wurde immer gehänselt deswegen. Ja. Also das war sogar noch schlimmer als ich, weil wir hatten ja überhaupt gar keinen Videorekorder, aber es war schlimmer, einen Video 2000-Rekorder zu haben. Die Kassetten sehen aber auch irgendwie scheiße aus, muss man sagen. Also irgendwie so ein bisschen billig. Also rein qualitativ muss man sagen. Nee, das ist jetzt aber nur. Das ist aber nur der Vorführeffekt. Das ist so ganz so schlecht ist es jetzt nicht. Scheiße. Nee, also irgendwas stimmt hier mit dem Teil nicht. Die wichtigste Tatsache ist aber, die Videokassetten der verschiedenen Systeme sind untereinander nicht austauschbar. Hier Frankenstein 80, auch ein schöner Film. Ja. Den gibt's auch auf DVD, ne? Ich hab den auf jeden Fall. Den suche ich noch als Großbox. Ah, okay. Ja, das ist noch sozusagen, was ich noch unbedingt haben wollte. Mhm. Und da gibt's auch etliche Auflagen davon. Fußballballett. Ja, auch ein Einzelstück, ja. Ja? Sollte ich lieber nicht. Hopp. warum sind die Großboxen bei Sammlern so begehrt? Die sind begehrt, weil die auch nicht lange auf den Markt gegeben hat. Also die gab es regulär zwischen 1979 bis Ende 1980. Mhm. Kann man natürlich auch vorstellen, dass das unter Sammlern deswegen so populär ist, weil es einfach schön ist. Ja, ne? Sieht also natürlich auch toll ist aus. Wie bei den Schallplatten, da werden ja auch die Cover immer hervorgehoben. Was ist denn eigentlich mit Didi der Doppelgänger? Jedes Mal, wenn ich da bin, ist der weg. Das ist aber was schön Altes. Todesstrahlen aus dem Weltall Royal Video. Guck mal, wie schön die Kassette noch aussieht, ey. Ich finde, das darf man auch alles gar nicht abpulen und so. Das muss irgendwie so bleiben.
Am Anfang muss man natürlich sagen, waren die Kassetten sehr, sehr teuer. Also eine Kaufkassette hat seinerzeit halt, das ging los mit 250, 300 Mark, wurde dann immer günstiger. Dann wurde es auch irgendwann interessant, sowas zu kaufen. Ja, der höchste Preis, der mir mal jemals angeboten worden ist, war schon, also vierstellig, Mitte vierstellig, ja. Mhm. Ja. Und hast du das verkauft? Nee. Piccolo Eurovideo, guten Tag. Guten Tag, hören Sie, ich brauche heute Abend dringend eine Bronzenkassette. Ich gucke bei eBay häufig bei beendeten Angeboten. Meistens ist es tatsächlich so, wenn wirklich irgendwas ganz, ganz Seltenes dabei ist, dann haben die Leute doch noch mindestens ein oder zwei noch aus der gleichen Kategorie. Also wenn sie einen Kannibalenfilm haben, dann da haben sie auch zwei Kannibalen. Da ist der zweite Kannibale nicht weit, ja. Die Schreie der bestialisch geschlachteten Opfer verhallen im endlosen Dickicht des Dschungels. Also hast du schon mal was von Ecki gehört? Ja, klar. Also Ecki, die älteste Videothek Deutschlands. Manche sagen ja sogar der Welt. Also es gibt noch Leute, die Liebe zum Video noch nicht verloren haben. Ne? Gute Unterhaltung wünscht Ihnen Silva Video. Tschüss. Bis bald. Die Videosafari beginnt. In der ältesten Videothek der Welt muss es noch Videokassetten geben. Oder haben gierige Videosammler dort schon alles abgegrast? Kein Mangel an alten Videotapes gibt es auf der Retromania. Hier treffen sich Videofreaks aus der ganzen Republik. Lieber Videofreund, kennen Sie sich aus in der verrückten Welt des Films? Die Videothek bietet Ihnen hierfür das ideale Wirkungsfeld. Machen Sie Ihr Hobby doch einfach zu Ihrem Beruf. Ketten, so wie man es heute vielleicht noch kennt, wie Video World oder Blockbuster, sowas gab es damals ja nicht. Das waren kleine Videotheken. Das hatte auch teilweise den Charme von so einem Wohnzimmer, also von so einem Familienwohnzimmer, wo ein bisschen die 60er und die 70er dran geklebt haben. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Gestartet haben wir 1975, aber in Wolfsanger in einem kleinen Laden. Mhm. Und da ist jetzt eine Bäckerei drin. Das war immer schon eine Bäckerei drin, nur ich hatte dann einen Raum von 20 Quadratmetern angemietet in dieser Bäckerei. Ne? Ja, ich habe mehr Kuchen gegessen als alles andere. Jedes Video war wirklich nur einmal da. Das heißt, man musste manchmal auch Tage hintereinander kommen, um darauf zu hoffen, dass der Vormieter den Film endlich zurückgebracht hat und man dann endlich Monster des Grauens greifen an mit nach Hause nehmen konnte. Also es war schon mehr noch so eine Jagdgeschichte. Wir waren in Kassel. In der guten Zeit, in den 80er, 90er Jahren, 75 Videotheken. Und von den 75 Videotheken sind jetzt noch drei übrig geblieben, mit mir. Und, wie hat's dir gefallen bei Ecki? Geil, super. Hat sich ja doch noch echt gelohnt. Als nächstes steht jetzt der Film Retro Shop in Löhne auf dem Programm. Okay, das ist okay. Das einzige Ladengeschäft in Deutschland, was sich auf Videos noch spezialisiert hat. Da müssen wir hin. Also auf die Idee gekommen bin ich ja, durch einen Kumpel, der VHS sammelt. Der hat mir einige Male seine Sammlung gezeigt und ja, ich war da wirklich geflasht, was es noch für tolle Filme auf VHS gab. Es war auf jeden Fall der Sinn der Sache, dass wir dann auch ein kleines Museum halt erschaffen, um eben, so wie jetzt hier zu sehen, die Filme auch möglichst originalgetreu darstellen und nicht nur einfach irgend so ein Regal, wo man die Filme in Dreierreihen reinknallt, hinstellt, sondern möglichst Original-Videothekenregale mit Original-Videotheken-VHS, dass man wirklich wie in einer alten Videothek oder halt in einem Museum das Gefühl hat, man ist 25 Jahre in der Vergangenheit. Ach, Angry Video Game Nerd, den kenne ich doch. Sollte man auch kennen. Also das sind quasi YouTube-Videos auf VHS. In diesem Fall jetzt. Bevor ich zum Beispiel zu Hause, privat, mir Freitag der 13.04. auf DVD angucke, die ich natürlich auch habe, schmeiße ich mir trotzdem die geschnittene CIC-Videokassette rein. Ich weiß nicht warum, es ist einfach so. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass es einfach so unheimlich schwer war, damals an den ganzen Scheiß ranzukommen. Ja. Da war es noch verrucht. Ja, das stimmt. Von Reanimator sind wir beide damals nach Holland rübergefahren. Ja. Ne? Und um uns den ungeschnitten aus der Videothek auszuleihen, den dann über zwei Videorekorder, die wir mitgenommen haben, zu überspielen,
und dann den wieder abzugeben und dann nach Hause zu fahren und zu sagen, ey geil, ich habe Reanimator ungeschnitten. Du hast ja geplant, so einen Videoabend zu machen. Das hat es zwar am Anfang der DVD-Zeit auch gegeben, dass du mal mit ein, zwei Leuten zusammen einen Film geguckt hast, aber das kommt ja heute kaum noch vor. Warum kommt es kaum noch vor? Weil so eine scheiß DVD nur noch ein Apfel und ein Ei kostet. Die hat doch sowieso jeder zu Hause. Ja, und damals hatte einer den Film. Einer ist in die Videothek gegangen, hat sich diesen Film ausgeliehen. Und dann kamen die Fußballkollegen, die Klassenkameraden. Und dann waren da plötzlich 10, 15, 20 Leute im Raum und du hast diesen Film auf so einem blöden Fernseher da geguckt. Und was ist hier? Das sind Tapes. Achso, das sind neue Filme, jetzt auf Video. Genau. Geil. Mir gefällt halt das alte Design und ja, habe ich immer damals mit angefangen und dann bin ich dazu gekommen. Hab mal so eine kleine Auflage gemacht. Was für ein Tag, was für ein schöner Tag! Auch als Glasbox. Ach was. Das ist ja der Hammer. Aha. Glasbox heißt? Plexiglas. Plexiglas, ja, ne? Plexiglas. Also kein echtes Glas. Nein. Ich weiß aber noch, als ich die ersten Videolisten bekommen habe, da stand Glasbox drauf. Ja. Da habe ich mir auch wer weiß was vorgestellt. Ja. Da war ich ein bisschen enttäuscht, als ich das erste Mal eine Glasbox in der Hand hatte. Auf dem Flohmarkt in Offenburg. Ach, tatsächlich. Habe ich ihn auch glatt gekauft. Du Anfänger, du. Ja. Weißt du, ob du noch Reanimator oder Bride of Reanimator in irgendeiner Fassung hast? Entweder ist er verkauft oder ich habe ihn wieder woanders hingeräumt. Ah, alles klar. Ah, siehste. Tipptopp. Es findet sich alles wieder, ja. Sehr, du kennst dich aus in deinem Laden. Du dummer Zweifüßler! Geht zurück in die Gräber! Da, wo ihr hingehört! Ich glaube, dass ein Punkt in der Videothek immer sehr spannend war, nämlich das Aufsuchen dieses Ortes, der auf einer gewissen Ebene Kommunikation untereinander, aber auch hin zum Videothekar befördert hat. Und das hat natürlich eine Hyperlink-Struktur, zu sagen, hier ist dieser Film und der erinnert mich an diesen, ich gehe an dieses Regal und hole mir das daraus, was man heute unter Klicks versteht. Viel Erfolg, Adios. Bart, komm. Bis gleich. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Ja. Das ist ja ein besonderer Vorgang, der eine Wertschätzung beinhaltet gegenüber der Sache. Das ist natürlich heutzutage, lehnt man sich im Sessel zurück und klippt durch die ganzen Mediatheken und sieht die 10.000 Titel so. Das kriegt so eine, naja, gewisse Beliebigkeit, sag ich mal. Es ist so einfach, man hat einfach immer auf alles Zugang. Hä? Was geht denn? Was? Hast du was im Müll gefunden? Oh. Kannst du das bitte mal aufhalten? Boah, wir hätten da die Videos reingeschmissen. Ich hoffe mal, da ist keine tollwütige Ratte drin. Ne? Guck mal da, Aufkleber. Hä? Alter! Das ist ja der Hammer. Hi. Hallo! Im Fickrausch wird sie zur Nymphomanin und lässt sich alle Löcher stopfen. Sehr geil. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Porno und Video gehören zusammen wie Nudeln und Soße. In einem altehrwürdigen Sexshop und auf einer Erotikmesse wühlen wir nach Pornoraritäten und gehen der Frage nach, wie sich Pornoindustrie und Videokassette gegenseitig befruchtet haben. Es sollte ein Film sein für die Kunst und fürs Geschäft. Da dürfen ruhig ein paar harte Sachen vorkommen. So etwas Solches und etwas Perverses. Für mich Pornografie und Video ist verbunden, so eigentlich. Die kurze Geschichte des Mediums Video führt zurück ins Milieu. Zunächst wurden fast ausschließlich Sexfilme auf Kassette angeboten. Ja, dann würde ich mal sagen, treffen uns irgendwie gleich drin, genau, oder? Genau, ich suche mal einen Parkplatz. Ja, alles klar. Komm gleich nach. Yo, Baby, yo. Vorher konnte man Pornos, wenn überhaupt, ja dann nur in Sexkinos in mehr oder minder schummrigen Bahnhofsvierteln sehen. Video haben Porno ins Wohnzimmer, in das Schlafzimmer geholt. Hi. Hallo. Die sind alle zu verkaufen, oder? Ja, ja, die sind alle zu verkaufen. Aber wir haben einfach nicht mehr so die Kundschaft, die VHS-Kassetten kauft. Weil die meisten haben DVD-Player und da ist die VHS-Kassette einfach raus. Dann darf ich vielleicht mal die Kassette bitte benutzen? Ja, na klar. Du kannst die ruhig nehmen. Genau. Mit dem Aufkommen von VHS gab es den Massenmarkt, der sich entwickelt hat und dadurch natürlich auch eine Anfang, Mitte der 80er eine enorme Blütezeit und auch VHS-bedingt sind natürlich erst sehr viele Labels entstanden. Ja, guck mal. Mhm. Also schau erst mal durch. Ja, ja, mach ich. Okay. Also ich wäre jetzt insgesamt bei 68. Was heißt denn von 40? Hätte ich jetzt so gedacht. 40 kann ich nicht machen. Da blutet mir mein Herz. Mal 50 und dann... Also für den Fuffi kannst du sie mitnehmen. Sehr gerne. Super, ja, schönen Tag noch. Tschüssi. Hallo, ein Waldschrat. Sagen Sie, wird Ihnen das nicht langsam zu kühl? Ich habe auch noch was gefunden. Die steife Prüfung. Was? Echt? Eine Großbox? Wo hast du denn das Ding ausgegraben? Ich war doch die ganze Zeit im Laden.
Kinder, Hunde und Tante Martha verlassen bitte den Raum, denn jetzt wird's scharf und säuerlich. Der Meister des Porno, Mike Hunter, präsentiert Girls USA. Nee, das war nicht nur Business. Ich wollte auf jeden Fall, dass die Leute freier denken können. Dass jeder das machen kann, was er gerne möchte. Man kann nicht alles immer verteufeln. Die Erotik gehört zum Leben. Tja, dann du fragst und checkst und ich stehe blöd in der Gegend rum. Was hältst du davon? Du stehst in der Ecke und holst dir einen runter. Cut. So, der ist für fortgeschrittene, würde ich sagen. Entschuldigung, hallo. Dürfen wir Sie mal kurz was fragen? Ja, klar, sicher. Ich wollte mal fragen, ob Sie sich noch an die Videokassette erinnern können. Ja, aber selbstverständlich. Ich bin Baujahr 75, also klar, ich habe es noch mitgemacht, die VHS-Zeit. Okay. Wir wollen mal hören, wieso das Gedächtnis ist der Pornoindustrie, ne? Ob die noch was mit dem Medium anfangen können? Ja, es werden auch immer die Filme gefragt. Also die alten Filme sind sehr wohl gefragt. Es gibt noch Filme bei Ribu, Sachen von Theresa Orlowski, Beate Use, Dolly Buster, all das ist immer noch gefragt, so ist es nicht. Ne? Aber halt nicht mehr auf VHS, dann als DVD halt vermarktet. Wie dieser Six-Vulkan die Schwänze schluckt. Im Fickrausch wird sie zur Nymphomanin und lässt sich alle Löcher stopfen. Sehr geil. Porn Wars statt Star Wars, so ein Klassiker. Ja, ja, ja. Ja. Schneeflittchen gibt's auch noch. Ich spiel mir am Glied mit Kot. Wir sind ja alle verwöhnt von der Technik, ne? Wir gucken ja alle in Full HD, in 4K gucken wir jetzt und dann guckst du dir eine Videokassette an, also und siehst nichts. Die Pornoindustrie reagierte sehr früh schon darauf. Ich glaube, der Film Pirates war einer der ersten, der neben der DVD eben schon die HDVD dabei hatte, die HD-DVD dabei hatte. Der Wechsel von VHS zu DVD war für die Pornobranche ein zweiter richtiger, wichtiger Schub innerhalb von wenigen Jahren. Sehr viele Leute haben, wie sie es auch beim Wechsel von Schallplatte auf CD gemacht, viele Filme nochmal neu gekauft. Jetzt haben wir die Blu-ray und über die Blu-ray freue ich mich jetzt genauso. Also mit mir kann man alles machen. Also es gibt wirklich Filme, die ich auch in jeder Fassung gekauft habe. Ein dankbares Opfer der Filmindustrie, ne? Genau. Da gab es auch noch Schamhaare. Richtig. Da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ja, ich bin ja jetzt auch oldschool wieder. Ach so? Oh. Ich fange jetzt wieder an. Ne? Alles klar. Und ist irgendwann mal eine Rückkehr zum Video vorgesehen? Ehrlich gesagt, nein. Mein erstes YouTube-Video, was ich gestern gefilmt habe, ist das erste Video in 4K. Mich gibt's jetzt auch in 4K. Es lebe die freie Liebe. Es lebe natürlich der Sex. Und es lebe die Perversion. Eigentlich hieß es ja damals in den 90ern, dass der ganze Videothekenschrott aus den 80ern in den Osten geliefert wurde. Man hat die Ossis quasi übers Ohr gehauen mit alter Videothekenware. Ich glaube, das waren so die ersten Dinge, die im Osten so aus dem Boden schossen. Autos wollten alle haben, bestimmte Filme wollten alle glotzen. Bundesweit beschlagnahmte Videos stehen bei Sammlern hoch im Kurs. Im Giftschrank der Bundesprüfstelle hofft Barth auf verbotene Raritäten. Aber warum ist Tanz der Teufel plötzlich ab 16 freigegeben? Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie sich mit Ihren Kindern nur Programme an, die auch für Ihr Alter freigegeben sind. Wenn man heute an Video denkt oder an die Videowelle der 80er Jahre, denkt man natürlich an irgendwelche italienischen Zombie-Filme, die dann auch dazu geführt haben, dass ja so eine Art Hysterie in den Medien entstand und selbst der Spiegel einen großen Aufmacher mit Horrorvideos gemacht hat. Wir finden bei Kindern am nächsten Morgen im Spielverhalten das völlige Kopieren, das Nachahmen der Aggressiven. Auf dem Schulplatz sowas mal testen, so mal gucken. Na, besonders froh bin ich, als ich kann Ihnen sagen, besonders... Das Kettensägen-Massaker, Texas Chainsaw-Massaker. Also es war ein Film, der extrem gut lief in den Videotheken. Alle Welt hatte den gesehen und plötzlich wurde der bundesweit beschlagnahmt. Ich kann mich noch erinnern, als ich in den 90ern in meiner Splatterfilmphase war, da wollte ich einfach
jeden einzelnen Titel von dieser Beschlagnahmungsliste haben, einfach um zu sehen, was einem der Staat vorenthalten hat. Damit hat eigentlich alles angefangen, also eigentlich der Sammler-Spirit entstanden. Ja, das waren so die ersten gesuchten Sachen. Vielleicht gucken wir nochmal in den Muttertag rein. Och, den habe ich aber erst 30 Mal gesehen. Also das ist die Vergewaltigung, die wird ja dann später gerecht von den beiden Freundinnen. Ich spüre nur noch vor. Ist das dann weniger schlimm, oder? Zu dieser Rache. Naja, für mich als Zuschauer ist es natürlich schon irgendwie befriedigend, wenn das am Ende gerecht wird, die Ungerechtigkeit. Das ist genau das Problem. Also bei der Erziehung von Kindern, ja tatsächlich, also im Hinblick auf Kinder und Jugendliche, weil diese Zufriedenheit damit, wenn es gerecht wird, aber außerhalb der jetzt vorgesehenen Rechtsordnung, dann ist das ein Vermitteln von Werten, die man bei Kindern und Jugendlichen eben nicht möchte. So ein Film, wo gar nichts drin ist, kein Blut, kein Kopf ab oder so, ja, sowas bringt nicht. Die FSK, die haben immer die Kinofilme gekennzeichnet. Das gab es aber für Videokassetten nicht. Das heißt, 1981 konnte jeder Händler den Kindern und Jugendlichen auch Filme zur Verfügung stellen, die als Kinofilm das Kennzeichen ab 18 hatten. So gab es dann wirklich so absurde Sachen wie zum Beispiel von Arcade Shogun Assassin, wo der Verleiher damals Arcade FSK 12 hinten draufgeschrieben hat. Später prangte dann 18er Aufkleber noch drüber und ich glaube, die Videokassette war dann auch indiziert. Mit der Veröffentlichung in einer amtlichen Liste treten Vertriebsbeschränkungen in Kraft. Diese BPJM-Report oder wie er damals hieß, was auch noch BPJS, war ja nichts anderes wie ein Einkaufsführer. Ich habe irgendwann mal einen Jugendmedienschutzreport in die Hand bekommen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt musst du mal gucken, dass alle die da draufstehen, auch irgendwann mal gesehen werden können. Also am Anfang habe ich nur die Deutschen gesammelt. Mhm. Mittlerweile, nachdem dann halt weniger gab, was mir noch fehlte, habe ich dann angefangen, die Titel auch international zu sammeln. Wir hatten so einen Tauschring nach Holland, weil in Holland eigentlich jeder Film so rauskam, wie ihn der Regisseur gemacht hatte. Mit der Post war das ein bisschen obskur, weil der Holländer, der uns beliefert hat, der hat der so getan, als würde er Leerkassetten schicken, weil da natürlich und hat die wieder eingeschweißt, diese Leerkassetten für uns, oder hat Schneewittchen hochgeschrieben oder so. Filme, die ich in ganz Europa irgendwo an der Tankstelle kaufen kann, sind in Deutschland verboten. Das wollte mir nicht in den Kopf und deswegen habe ich dort auch noch ein Schlupfloch gesucht. Ah, guck mal hier, Oliver Krethe, ja. Astro. Mhm. Das ist die sogenannte schwarze Serie. Was ich ja auch gefunden hatte, ja, indem wir gesagt haben, wir nehmen die Original-Kinoversion, denn die Original-Kinoversion war nicht beschlagnahmt. Genau wie man heute noch keine Kinoversion indizieren kann. Wir haben ja nicht irgendeine alte Kopie genommen und haben die dann kopiert und rausgebracht, sondern wir haben ja wirklich die Filmlizenzen gekauft. Da wir das jetzt mittlerweile zeigen dürfen, ja. Tanz der Teufel als seltene Betamax-Kassette. Warum dürfen wir das jetzt wieder zeigen? Ja, weil der Film tatsächlich mal als einziger jetzt komplett saniert wurde. Also ist jetzt nicht mehr beschlagnahmt, nicht mehr indiziert und sogar noch auf FSK 16 freigegeben. Wenn man heutige Filme aus diesem Genre vergleichsichtet, die Spezialeffekte, die Darstellung, Visualisierung, Vertonung, da auch Kinder und Jugendliche das Fiktive ganz klar erkennen und insofern auch gar kein Nachahmungseffekt oder kein Transfer in ihre Lebensrealität mehr zu befürchten ist. Ich habe 2 Jahre Bewährung bekommen für einen Film Tanz der Teufel, der heute eine Jugendfreigabe ab 16 hat. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und mir kann keiner sagen, dass ein Film, der damals gegen deutsche Gesetze verstoßen haben soll, plötzlich gegen diese nicht mehr verstößt. Ungeachtet dieser harten Strafen blieben sie wild und ungebrochen. Man darf nicht vergessen, dass trotz der Euphorie, dass diese Filme vom Index kommen, als jetzt auch der zweite Teil des Kettensägen-Massakers oder auch Hellraiser, wenn man so möchte, dass immer noch Filme auf Indexe gesetzt werden und auch teilweise beschlagnahmt werden. Für uns ist das dann einfach auch schon sicherer von der Dokumentation her, ne? Wenn das alles digitalisiert ist. Das heißt, die Originale, die haben Sie dann irgendwann mal entsorgt? Die werden dann entsorgt, ja. Bart, das ist natürlich bitter für dich. Ja, das habe ich mir. Schrecklich. Ein wichtiges Thema haben wir ja noch gar nicht beleuchtet, nämlich das Thema der Kopien. Also sowohl die Privatkopie als auch die professionell illegale Kopie. Das sag ich doch gar nicht. Auch Bootlegs waren ein Thema. Meine Mutter kam zur Schule und meinte, hey, die Kriminalpolizei ist zu Hause. Und dann kam ich nach Hause, da haben die gerade mein Zimmer durchsucht. Mein Bruder hat sich aufgeregt, weil die natürlich auch bei ihm waren. Auf unserer Videosafari stoßen wir auf kuriose Videobootlegs und Fälschungen, mit denen in den 80ern der Grundstein zur heutigen Filmpiraterie gelegt wurde.
Videolabelbosse und Raubkopierer berichten von den Anfängen eines Millionenmarktes. Damit Sie sicher sind, einen original Heeres Movie-Videofilm vor sich zu haben, wurde an jeder Kassette ein Sicherheitssiegel angebracht. Und dieses Originalsiegel haben Sie heiße Ware in der Hand. Dann ist diese Kassette wie Falschgeld. Sie ist in betrügerischer Absicht hergestellt worden. Was haben wir hier feines, Bart? Oh, eine ganze Menge Schrotttapes. Video war ja schon ein wichtiges Medium, um Sachen aufzuzeichnen und um Sachen zu kopieren. Ja, auch nicht immer 100% legal, ne? Also Stichwort Raubkopien. Ja, ja, sicher, klar, gab's auch, ja. Also man wusste, es ist natürlich nicht erlaubt, aber das war so wie so ein, nicht Kavaliersdelikt, sondern egal. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Die Raubkopie war tatsächlich da ein Problem, weil man die Filme größtenteils von bekannten Raubkopierern dann auch vor der Veröffentlichung kaufen oder erwerben konnte. Gerade im späteren Bereich war es halt wirklich, gab es eine ganze Schwemme an Raubkopien. Und ich habe zum Beispiel auch Schulkameraden gehabt. Da sind solche Sachen dann auch wirklich nach Schulschluss gelaufen. Und es waren teilweise wirklich Filmkopien, die extra abgetastet worden sind. Also die Raubkopierer sind da recht professionell vorgegangen. Erster Stadt der Zombies, eins der häufigsten. Gefälschten Titeln. Schau dir mal beide an. Also wir haben einmal, ich sag jetzt nicht wo, einmal das Original. Also ich kann mich noch erinnern, dass sie ja, auf der Börse dann ja, das Ding rausgenommen haben. Ja, mach das mal. Ja, weil ich hatte den auch hin und wieder halt, meistens war es ein beschlagnahmter Film oder irgendwas Seltenes. Und dann haben die halt rausgeholt. Ja. Und haben die Papierqualität geprüft. Dann hat der oben noch am Rand, ist er so mit dem Finger lang gefahren. Ich dachte, was zum Geier treibt der Typ da? Der hat bestimmt da 5 Minuten an dem Ding rumgefingert. Also, welcher? Der ist sauberer gestanzt hier als der hier. Ne? Sehr gut. Ja, also das ist jetzt die Fälschung. Ja. Wir haben Kunden gehabt, die haben uns bei Video die Bänder ausgetauscht. Die haben Kopien gemacht. Und haben mir die Kopien in eine Kassette reingemacht und haben das Original behalten. Sowas gab's, aber das hat sich dann immer erst später rausgestellt, dass jemand sagte, sag mal, den Film, den du mir da verdient hast, ist doch noch eine Kopie. Ich sage, aber ich war's nicht. Ne? Hutmacher hat nächste Woche das Geld oder ich brenne in die Hütte. Hey, wir sind hier noch nicht in Chicago. Aber in Düsseldorf. Hey, was? Dann wurde das aus den Hollywood-Studios dann gefordert, in die Entwicklung eine Möglichkeit zu schaffen, dass man also die gekauften Bänder nicht 1:1 kopieren konnte. Müsste man sich überlegen, welchen Rekorder nimmt man, dass man den Kopierschutz umgehen kann. Die alten Rekorder hatten noch einen Verstärker drin. Da konnte man dann diesen Kopierschutz umgehen. Siehst du, das ist dein Gesicht, du Haufen Schweine. Ich sehe es. Ja? Dann wirst du mir wohl auch verraten, was du mit meinem Gesicht machst. Von Sehen konnte man oft ja nicht sprechen, weil das waren oft Kopien, die so dunkel waren und Ton, der so verrauscht war, dass man eigentlich nur erahnt hat, was dann da zu sehen war. Aber das hat natürlich der Fantasie freien Raum gelassen. Ich glaube, diese schlechte Qualität ist wirklich ein Teil des Mythos von vielen dieser schlimmen Horrorfilme, weil die wirklich nur schlimm aussahen, wenn die Qualität auch schlimm war. Wir können auch nur von hier, von meinem Robin Hood ausgehen. Wir haben nur noch nicht abgedreht. Da gab es schon im Netz über 150 Links zu diesem Film. Der Film war 2 Tage draußen, da waren alle diese Links bestückt. Also Robin Hood wurde bis zu dem Zeitpunkt circa 1 Million Mal illegal downgeloadet. Hätte ich doch nur 1 Euro bekommen. Ich denke schon, dass die Internetpiraterie und das Downloaden der Filme jetzt derselbe Kampf ist, den man damals eben mit den Kassetten geführt hat. Alles Raubkopien. Macht Grumpy im Ein-Mann-Betrieb. Ja, ich war in der Schule. Meine Mutter kam zur Schule und meinte, hey, die Kriminalpolizei ist zu Hause. Dann nimmte ich erstmal die Kinder runter. Und dann kam ich nach Hause, da haben die gerade mein Zimmer durchsucht. Mein Bruder hat sich aufgeregt, weil die natürlich auch bei ihm waren. Die dachten, die haben einen riesengroßen Fisch in der Angel. Es gab dann Gerichtsverhandlungen auch tatsächlich. Na, ich wurde freigesprochen. Die haben sich ja nicht illegal aus dem Netz gezogen. Du musstest dir die Filme ja zumindest einmal irgendwo leihen. Einmal musstest du dafür bezahlen. Dann hast du noch eine Leerkassette. Die hat damals auch, hast du auch Abgaben gehabt. Also das war mit Sicherheit auch nicht schön, keine Frage. Aber das war nicht so, dass sich eine flächendeckende Bekämpfung gerechnet hätte vom Schaden her. Das sieht heute, wie gesagt, völlig anders aus.
eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht betrachtet beim Thema Video, nämlich die Videofilmer, die das Medium aktiv genutzt haben. Es gab Piraten, es gab Künstler. Meine ersten Improfilme, die auf Filmmaterial nicht finanzierbar gewesen wären, weil das wäre viel zu teuer geworden. Bei Bart geht die Videoliebe unter die Haut. Aber welche Zukunft hat die Videokassette für die Allgemeinheit? Ist sie noch zu retten? Oder ist sie vielleicht unsere Rettung? Wir erforschen alternative Einsatzmöglichkeiten. Manche sammeln Briefmarken, immer mehr Leute Videoprogramme. Programmchef sind Sie. Wir hatten einen Kassettenrekorder auch mal. Ein Heiratsantrag ist auf einer Videokassette. Ich habe ja keinen Kassettenrekorder mehr. Wie hieß es nochmal? Videorekorder. Videorekorder, ja, genau. Wie guckt ihr heute Videos? Hauptsächlich übers Internet. Amazon Prime. Du? YouTube. Wir werden in relativ kurzer Zeit kaum oder nur noch sehr wenige physikalische Speichermedien haben. Es wird alles in Clouds abgelegt, es wird alles über Streams verfügbar sein, jederzeit und überall. Und irgendwann werden Kinder damit sitzen und sagen, was ist das denn irgendwie? Hä, da sind Filme drauf, die wissen gar nicht mehr, wo man das reinschiebt wahrscheinlich und wie das überhaupt funktioniert. Versuch dir mal vorzustellen, dass alles lebend auf der Stelle aufhört und dass jedes Molekül in deinem Körper mit Lichtgeschwindigkeit explodiert. Ich glaube, zu dem Thema, ob Video tot ist oder nicht, da müssen wir noch mal einen Experten befragen. Und zwar gibt es ja noch den Erfinder von VHS, JVC. Wenn die es nicht wissen, wer dann? Das ist ein super Teil. Können wir das im Detail mal erklären, wie das funktioniert. Herrliche Klaviertasten. Oh, wunderbar. Richtig noch voll Mechanik. Vorsicht. Wir können uns eigentlich nicht erlauben in dieser multimedialen Welt, die sich sehr schnell verändert. Im Prinzip jede Woche was Neues kommt. Irgendwie was Neues an Elektronik, kleiner, schmäler, größer, mehr Speicher wird etc. Man kann es sich als Firma nicht erlauben, zurückzuschauen. Leider gehört die Zukunft anderen Geräten, die noch mal wesentlich kleiner sind. Wir haben offiziell die Produktion eingestellt am 28. Oktober 2008. Gibt es da irgendwie von, was möglicherweise Sie mit den Firmenbossen irgendwie in Japan mal? Nee, da so geht leider nichts mehr. Da kann ich dir nur unter einem Tränchen, unter einem kleinen Tränchen, diese kleine goldene Kassette überreichen. Okay. Unsere Last Edition. Okay. Da muss jetzt stark sein, ne? Ja, eine Leerkassette. Gut, dankeschön. Bitte. Ich habe Italo-Western jahrzehntelang gesucht. Das ist keine Übertreibung. Und dann lädt sie irgendjemand auf YouTube hoch. Das ist erstmal natürlich wie ein Sechser im Lotto, aber gleichzeitig wertet es das Medium ein bisschen ab. Dieser Überfluss, der durch Netflix und ähnliche Anbieter suggeriert wird, ist natürlich auch ein vermeintlicher, denn sie gucken auch immer heute noch einen Film nach dem anderen und nicht zwei, drei gleichzeitig. Hey, hey Daniel. Hi, grüß dich. Ich habe Bart mitgebracht, Bart ist Videosammler. Freut mich, ja. Für den gibt es ja hier bestimmt auch einiges zu sehen. Ja. Oh, hier, guck mal, mein Gott, Didi. Wenn man jetzt nicht aufgewachsen ist mit Video, dann kommt man hier rein und denkt erstmal, was ist das? So, und ich würde eigentlich, dass das ein bisschen losgelöst wird von Video und eher auf so einer Informationsebene, Speicherebene funktioniert. Eine Videokassette symbolisiert für mich so das letzte körperlich erfahrbare Speicher. Ja, das, ich finde, Video ist für mich auch so auf der Grenze von analoger Welt zu digitaler Welt. So. Hier, irgendwo gibt es hier einen Knopf, wo man das aufklappen kann. Ja, habe ich sofort gefunden. Fand ich immer faszinierend, dass man hier so auch das Band anfassen konnte. Du musst mit mir kommen! Wohin? Zurück in die Zukunft! Video ist eine Zeitmaschine. Also du bewahrst eigentlich Informationen und speichert das durch die Zeit und durch den Raum und die sich auch kopieren lässt. Und ich glaube, das ist einzigartig in der Geschichte der Menschheit. Nur das DNA kann das und Video. Ich hatte und habe immer noch auch zu diesem Medium so ein ziemlich sinnliches, libidinöses Verhältnis. Also der Porterpark war im Grunde genommen für mich so wie so eine Energiequelle. Eigentlich bin ich auch eine Art Kassetten oder sind für alle eine Art Kassetten, ja? Irgendwie biologische Aufnahmegeräte, wo Informationen abgespeichert werden, die kopiert werden und in sicherer Hinsicht auch ein Auslaufmodell sind. Ja? Warum Beta? Weil ich das System und dieses Videolabel so toll finde. Dieses Beta Videoclub, diese kleinen. So also ein kleines Tränchen ist doch gerade bei mir eben rausgeflossen. Ne? Ja, super, Emotionen sind immer gut. Ja, hier.
Wenn ich jetzt einen italienischen Zombie-Film sehe und mir dann die Dropouts von Videokassetten oder diese Bildrauschen, wenn ich sowas heute sehe, dann wird es mir warm ums Herz, trotzdem es natürlich scheiße ist. Also das ist vielleicht das letzte Medium, das noch leiden kann. Also schon das Rückspulen einer Videokassette war ja eine Qual. Wenn diese billige Videokassetten, die fingen ja so an zu... Alter Schwede, jetzt bin ich... Jetzt gehöre ich zu einem tätowierten Vollpreuß. Es gibt doch so ein Potenzial im Video, das hat man noch gar nicht überblickt. Und das könnte sein aus der Zukunft, dass man sagt, aber das brauchen wir. Das ist die ehemals größte Videothek mit dem größten Bestand in Deutschland. Und hier soll es noch ziemlich viele VHS-Kassetten geben. Videos. Es gab ja immer eine kleine, feine Sammelgemeinschaft. Ich kann mich erinnern an einen jungen Mann aus Mannheim, der war ständig hier bei mir auf den Füßen gestanden, wollte immer wieder gucken, durch das Lager laufen und nach irgendwelchen Schätzen Ausschau halten. Weil es ist eigentlich so eher die Richtung, die ich suche. Es ist eine VHS-Kassette. Okay. Haben Sie noch mehr davon? Das ist das einzigste Exemplar aus dieser Zeit. Oh Mann. Das sind ja wie kleine Lebewesen. Kleine, unbedeutende Lebewesen, die sich nicht wehren können. Ja, man muss die gut behandeln, ja, und schön trocken ins Regal stellen und dann hat man auch was davon. Die Videokassette hat ein Standing in unserer Generation, die sie nie verlieren wird, weil es unter den Leuten, die zu schätzen wissen, was sie damals hatten, so wie wir, niemals richtig sterben wird. Ergo muss es meiner Meinung nach auch nicht gerettet werden und muss nicht den Ungläubigen näher gebracht werden. Haben Sie für uns noch was übrig gelassen? Ich glaube nur Leichen. Vor Facebook und YouTube war die Videokassette. Als erste Social-Media-Plattform hat sie eine ganze Generation von Filmemachern geprägt und Schauspieler zu Videostars gemacht. Für alle, die Video zum aktiven Hobby machen wollen, gibt es eine Reihe von kleinen, tragbaren Videorekordern. Videografieren heißt das neue Hobby, auf dessen Geschmack immer mehr Leute kommen. Godard zum Beispiel in Frankreich hat auch sofort mit Video angefangen. Man konnte auch mit dem Potterpack eigentlich senden, wenn man da einen kleinen Sender dran machte. Also man konnte mit dieser Maschine losziehen, irgendwo sein und von dort aus dann eben auch senden. Und so entstanden dann eben auch so Guerilla-TV und Piraten-TV. Plainsville TV is back on the air. Und das ist auch so ein Topos der Mediengeschichte, dass jeder neuen Technologie, wie jedem neuen Anfang, ein Zauber, eine Utopie innewohnt, mit der man meint, die Welt verändern zu können. Und tatsächlich ist es so, dass bei der Videokassette so etwas wie Gegenöffentlichkeit gemacht wurde. Man ist nun in der Lage, die Beobachter zu beobachten. Das hat auf einmal Dinge sichtbar gemacht. Das war wie so ein Mikroskop. Du hast es auf Verhältnisse, auf soziale Verhältnisse, auf Momente gelenkt. Und dadurch, dass man es sofort wiederholen konnte, hat sich das Sehen eigentlich auch verändert. Nicht? Schon mal was von Oliver Krekel gehört? Oliver Krekel, hat er nicht irgendwie Astro gemacht, irgendwie vor 20 Jahren? Genau. Und er hat auch selber Filme gedreht, auch Splatterfilme. Ja, also insofern auf jeden Fall jemand, der Videos zu seinem Beruf gemacht hat, sowohl aktiv als auch passiv. Hi, hallo, Oliver. Hallo. Grüß dich. Hi. Hallo, Bart. Hi. Grüß dich. Da oben ist ja was eher so aus der Anfangszeit. Genau, das ist der VHS. Kannst du das mal runterholen? Kommst du mal ran? Du bist doch viel größer als ich. Und klappt's? Pass auf, ich zieh das jetzt nach vorne und du fängst es auf. Ja, mach mal ruhig, ich fange schon. So. Da ist der Knight drin, da ist der Zombie drin, da ist der Day drin. Zombie hing am Glockenseil. Frankenstein 80. Das war, da werde ich nie vergessen, das war auch ein super Ding. Hölle der lebenden Toten, einer meiner Lieblings-Zombie-Filme. So geht das nicht! Wir müssen sie umlegen und ihre Leichen verbrennen! Geht das denn nicht in eure verdammten Schädel? Los! Das war ja der Grund, warum ich einen Zombie-Film machen wollte. Weil ich Zombie-Filme mochte. Oh, scharf. Es ist absolut geil, wegen die Kamera kicke. Also beruflich habe ich mich lange gesträubt, auf Video zu arbeiten. Die Ästhetik hat mir früher nie gefallen. Heutzutage merkt man das nicht mehr, seit das digital ist. Das ist jetzt hier auch digital aufgezeichnet. Ich glaube, das wird auch okay aussehen, hoffe ich mal. Schau her, Dad. Video heißt die Zukunft. Was sagst du nun? Mit der Videokamera und den kleinen Kassetten konnte man halt losgehen, auch mit einem kleinen Team, und eigene Geschichten erzählen. Dass man mal zusammen ins Bett springt, okay. Das kann ich noch wegstecken. Mach doch, was du willst. Für mich ist diese Ehe noch nicht beendet. Ach. Meine ersten Impro-Filme, die auf Filmmaterial nicht finanzierbar gewesen wären, weil das wäre viel zu teuer geworden. Ne? Man sieht es nur ganz,
ganz wenig, aber es war überall immer ein Sand und ein Salz in der Luft. Das ist unglaublich. Da wurde damals mein erster Film Cross Club drauf gedreht. Das ist ein geiler. Ich habe vom Andreas Bethmann einen Film gesehen. Insel der Dämonen oder irgendwas in der Art. Und habe gesagt, oh, das hat mir aber gut gefallen, das hat Spaß gemacht. Kann ich auch. Und da habe ich gesagt, komm, jetzt drehen wir einen Film, einen Zombie-Film. Und da habe ich einen Cross Club gedreht. Irgendwann habe ich ja dann den Zachi Neu noch dazu gekriegt und die Sibylle Rauch. Na, hast du Sehnsucht nach mir, mein Dickerchen? Ja, der bin ich hier. Guck mal. Ah, ja. Hübscher Kerl. Ja, cool. Ja. Das waren auch Schauspieler, die hier so wirklich eine sichere Bank waren. Ist lange her. Wir sehen uns in der Hölle, Sonny Boy. Steven Seagal. Ja, Jean-Claude Van Damme. Van Damme mit Bloodsport und so super Sachen. Der B-Filmsektor, der dafür da war, zu sagen, wir probieren neue Genre, wir probieren neue Stars und wenn die funktionieren, dann wird es in die A-Riga aufgenommen. Und so ähnlich hat das mit dem Direct-to-Video auch funktioniert. Man erprobte Geschichten, man erprobte Stars, wenn die funktioniert haben, wunderbar, dann gab es einen neuen Vertrag und wenn sie nicht funktioniert haben, dann ging es auf den Kassettenberg. I have a plan. So do I. For Reanimator, with VHS, all of a sudden, the next generation would find it, and the next generation, and so it kept movies current and alive, and every 10 years, there would be a new group of people that become aware of it. I mean, now, in modern age, it's so prevalent in online streaming, and it's a big part of everyday life now. Jeder ist ein Produzent jetzt. Jeder kann Sachen machen und das im Netz stellen. Die Fantasie von jeder ist ein Sendstation, ist ja in dem Sinne gelungen jetzt. Also technologisch ist das da. Alle Welt filmt und filmt, alles wird gefilmt. Und die Frage ist eigentlich, was passiert damit? Man speichert das, aber eigentlich setzt man sich mit dem Moment gar nicht mehr auseinander, in dem man eigentlich ist. Also es ist eigentlich eher ein visuelles Analphabetentum. Das ist die Entwicklung, die sich eben von diesem Potterpark bis in die Gegenwart hinein vollzogen hat. Also ich finde, wenn Leute noch so viel Geld ausgeben für Videos, dann kann das Medium ja eigentlich nicht tot sein, oder? Nö, definitiv nicht. Es kommen ja noch einige Leute nach tatsächlich. Videos sind Zeitmaschine. Ich glaube, das ist einzigartig in die Geschichte der Menschheit. Nur das DNA kann das. Und Video. Haben wir das Richtige getan? Ich weiß es nicht. Sag mal, rauchst du eigentlich? Nein, warum? Denn dann brennt unser Helikopter. Chuck Norris und Jean-Claude Van Damme verbreiteten im Osten mit Hilfe der Videokassette nach der Wende westliche Werte. In einem brandenburgischen Kaff wühlen wir uns durch die deutsch-deutsche Videogeschichte. Wollt ihr wissen, was ich euch heute zeige? Die neuesten Hits von Warner Home Video natürlich. Eigentlich hieß es ja damals in den 90ern, dass der ganze Videothekenschrott aus den 80ern in den Osten geliefert wurde. Man hat die Ossis quasi übers Ohr gehauen mit alter Videothekenware. Dabei müssten aber eigentlich einige Raritäten auch dabei gewesen sein. Ich glaube, das waren so die ersten Dinge, die im Osten so aus dem Boden schossen, waren Gebrauchtwagen, Märkte, Videotheken. Ja, also so das Autos wollten alle haben, bestimmte Filme wollten alle glotzen. So, auf geht's! Das, was man im Westen nicht mehr so gut fand, das hat man in große Kisten gepackt und rüber in den Osten gebracht und da lief das trotzdem noch mal gut. Ne? Hallo. Hallo. Tag schön. Daniel. Hallo. Hallo. Bart. Hi, hallo. Grüß dich. Tag schön. Die Westvideothekare haben dann die Poster, die man umsonst bekommen hat, für 20 Mark an den Osten verkauft. Nicht? Solche Dinge zum Beispiel. Und das, was in den Regalen nicht mehr lief, was die Regale verstopft hat und den Kassettenberg der 80er Jahre gemacht hat, das fuhr man im Laster, das hört sich fast an wie Veteranengeschichten, also im Laster in die ehemalige DDR, um da Videotheken aufzumachen. Wir hatten schon immer so diese Neugierde, hinter diesen eisernen Vorhang zu gucken. Ja, und das war natürlich auch, wenn man nicht gerade dummerweise in Dresden wohnte, wo es keinen Westfernsehempfang gab, war das ja auch ohne Probleme möglich. Dann natürlich so meine ersten Pornos habe ich auch so aus der Schmuddelecke dann aus der Videothek, wo dann immer ab 18, ja, wo man rein durfte, so, da bin ich dann natürlich auch reingegangen. Da muss ich jetzt mal gucken. Ich als Ossi hatte ja noch nie ein Porno gesehen. Sexkrise im Orient. Kennst du noch nicht, oder? Aber sieht lustig aus. Wer fängt an? Ich natürlich. Spezialaufträge dieser Art erledige ich sofort. Ja. Und was ich noch sagen wollte, das wird euer letzter Buch. Das
gibt dieses wunderbare Zitat in Wim Wenders Film In weiter Ferne so nah, der zeigen soll, was in Berlin jetzt los ist nach der Wiedervereinigung. Der ganze alte Osten will auf einmal nur noch Wichserfilme sehen. Yeah, be careful, Carl. Vixen Violence, isn't that weird? Das ist natürlich wenig charmant, meint aber tatsächlich diese Genres, die eine große Attraktion, einen großen Attraktionswert hatten für die Leute im Osten. Das war Actionfilme, das waren Horrorfilme, das waren größtenteils aber eben auch die Pornografie, die man nicht bekommen hat. Meine Männer und ich geben nicht auf, auch wenn es aussichtslos erscheint. Mensch, da waren die Leute schon froh, wenn sie in irgendeinem Film mal eine Frau mit einer freigelegten Brust sehen konnten, dann war das schon ein Reißer. Da hat man sich darüber schon gedacht, oh, sie sehen ja gestern Abend und so, Paula und Paula und so weiter, war, wo man ein schöner Körper zu sehen war, wo wirklich Fleisch zu sehen war. Und da wollte man ein bisschen nachholen. Ne? Jetzt haben wir schon ein bisschen was gesehen, aber so ganz, ganz alte Sachen waren jetzt weniger dabei. Ist vielleicht irgendwie noch irgendwo was? Ja, ich habe noch im Lager so ein paar richtig alte Schinken und die liegen zwar nicht so platziert ganz gut, aber so da unten drum. Der Bartholomäus-Bart, mit dem habe ich ja Videotouren gemacht und wir sind kurz nach der Wende in die ehemalige DDR, also in die neuen Bundesländer gefahren. Guck mal, ein schöner alter VPH. Ja. Gut, ja, der Film ist jetzt wahrscheinlich nicht so der Burner. So liebt und küsst man in Tirol. Harald, ich als VPH-Sammler? Ja, auf einmal. Ja. Komm, du hast jetzt schon genug Schmackazien. Ich hab doch gar nichts. Jetzt geh mal selber suchen. Komm, geh. Such. Das ist mein Stapel. Videosammeln ist Krieg, ja. Es gab schon Interessenskonflikte, das gab's. Hast du so eine Atlas-Hardboxen? Zeig mal. Ja, die habe ich mir doch schon rausgesucht. Ach, sind deine? Hä? Aber die lagen hier. Ja, der Stapel ist doch schon meine, hä? Das ist ja mein erster Stapel, bin ich ja schon reingekommen. Wo hast du hier überall Stapel, die dann auch? Was? Ja, genau. Hören Sie, ein Flugzeug über Ost-Berlin entführen? Das ist doch unmöglich. Nein, nicht für Sorow, ein Profi von Rang. Katharina die Große gegen die Zigeuner-Amazone. Ach. Heute müsste es Sinti- und Roma-Amazone heißen. Wer ist hier der Milliardär? Was ist das für ein Label? Tja. Okay. Was meinst du? Also dann. Gut, bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, danke auch. Die Bundesprüfstelle hat den gesetzlichen Auftrag, die Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu schützen. Das ist der Blick, mit dem wir die Medien sichten. Wenn man zum Teil sich diese Inhalte angeguckt hat, da war das also für viele doch ein Schock, was so alles auf dem Markt gewesen ist.